Die 16-jährige Patricia aus Wien 15 befindet sich in der 34. Schwangerschaftswoche. Heute hat sie einen Kontrolltermin im Krankenhaus Göttlicher Heiland, wo sie im Zuge des Programms Young Mom betreut wird und ihr Kind auch zur Welt bringen soll. Begleitet wird sie dabei von ihrem Vater Andreas. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich schwanger bin. Ich habe auch die Pille genommen, aber eben sehr unregelmäßig. Ein paar Mal vergessen. Und ja. Wie ich erfahren habe, dass die Patricia schwanger ist, war momentan, ja, ich war momentan irgendwie baff. Also wie ich den Test dann positiv gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie sage ich das dem Papa? Das war so der erste Gedanke. Ich habe es gar nicht begriffen irgendwie momentan, was da passiert ist oder was passieren wird jetzt weiter. Dann hat er sich eine angeraucht und ist aber ganz ruhig geblieben und hat mit mir geredet, ja, wie ich mir das jetzt vorstelle und so. Es ist passiert, es ist einmal so. Mir war lieber gewesen, sie hätte zuerst einen Beruf gelernt und dann eine Familie gegründet, aber jetzt ist einmal so passiert und das muss man akzeptieren und das Beste daraus machen einfach. Bis dato verlief die Schwangerschaft problemlos. Doch wird die heutige Untersuchung unangenehme Erkenntnisse bringen? Frau Waschulin, Patricia. Hallo, grüß Gott, bitte nehmen Sie Platz. Sie sind Grüße, der Papa von der gut. Nehmen Sie auch gleich Platz hier, ja, bei mir? Machen. Gut. Der Herr Dr. Lass ist wirklich urlieb. Ich habe gleich urviel Vertrauen zu ihm gehabt, habe gleich mit ihm reden können. Ich weiß nicht, positiv überrascht von einem Arzt. Also wirklich ganz toll. Leg dich bitte da mit dem Rücken aufs Bett und den Bauch zeigen. Bitte sehr. Jetzt machen wir die Größenkontrolle. Beim Kopf beginnen wir. Jetzt schauen wir, ob die Größe auch der Schwangerschaftswoche entspricht. Ja. Kopf von Seite zu Seite. Also wir schauen wieder ganz genau von oben drauf. Seite zu Seite. Jetzt werden wir kurz die Daten auf den Computer schicken und schauen, ob die Größe alles passt. Der Computer sagt uns ganz genau, ob wir genau in der richtigen Woche sind. Okay. Okay, dabei den Bauch. Also wie groß das Kind ist, das... Das macht der Computer jetzt, das sehe ich dann auch gleich. Gut, abwischen bitte. Ob alles in Ordnung ist, das sehen Sie auch. Ich sehe es so ungefähr. Also auf den ersten Blick, was ich jetzt gemacht habe, im Überblick, sehe ich keine Auffälligkeit vom Kind. Das passt ganz also gut. Wenn irgendwas sein sollte, würden Sie das sehen? Im Ultraschall heutzutage, obwohl die schon sehr, sehr gut sind, kann man nicht alles darf sehen. Darf ich noch ein Tuch was haben? Was ungefähr, ob alles passt, selbstverständlich. Aber ob eine Kleinigkeit, irgendwo ein Problem da ist, das sehen wir noch nicht. Ich verstehe Papa seine Sorgen natürlich. Aber nein. Ist ja irgendwie schön, dass er sich Sorgen macht. Die Prognose, zu wie viel Prozent ist die ungefähr? Also nicht narrisch machen lassen, schaut alles super aus. Ich habe da keinen Verdacht, dass da irgendwas ist. Und 100% kriegt man nie. Es ist immer ein kleines Restrisiko, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Das ist halt leider Gottes. Im Krankenhaus Göttliche Heiland in Wien 17 führt Oberarzt Dr. Harald Lass weitere Untersuchungen an der 16-jährigen Patricia durch. Was wir jetzt noch machen werden, ist auch ein Ultraschall noch vom Muttermund. Das heißt, wir schauen, wie lang ist der Muttermund, ist der Verschluss nach unten, ist der Verschluss der Gebärmutter noch gut erhalten. Das machen wir als nächstes. Genau, den Papa bitte kurz rausschicken. Zur Patricia selber. Patricia ist weitgehend unauffälliger Ultraschall gewesen. Die Zervixlänge war leicht verkürzt. Was heißt das? Der Muttermund ist der Abschluss der Gebärmutter in den Zervikalkanal, also in den Vaginalkanal, das heißt nach außen. Wenn der kurz wird, könnte die Gefahr sein einer frühzeitigen Entbindung. Der ist 33,5 mm. Das heißt, der Muttermund ist ein bisschen verkürzt. Man muss mit diesem Muttermundbefund doch ein bisschen Acht geben, ein bisschen Ruhe geben, damit einfach der Muttermund nicht sich weiter verkürzt oder aufgeht. Man muss der Patientin sagen, dass es zur Frühgeburt kommen könnte, wenn sie sich nicht schont, wenn sie sich zu stark belastet. Es ist knapp an der Grenze. Also es ist nicht so schlimm, dass er sich jetzt Sorgen macht, Herr Doktor, aber ich weiß nicht, toll ist natürlich nicht, weil wenn nicht alles normal ist oder nicht alles super ist, dann ist es halt nicht super, ne? Also wenn wir kurz den Papa noch reinholen, muss auch kurz erzählen noch. So, Herr Waschulin, bitte. Gut, nehmen Sie Platz da. Gut. Ich habe Sie Daten alle in unser Computerprogramm gegeben. In der Muttermund ist leicht verkürzt. Das heißt, Sie soll sich ein bisschen schonen. Keine Anstrengungen, kein Sport.
nicht lang Shopping gehen. Momentan war ich ein bisschen baff irgendwie, weil ich nicht ganz genau gewusst habe, weil das für mich hat das irgendwie zu auch das Baby kommt bald. Was verstehen Sie jetzt unter Schonung? Ist das, ich meine, wenn sie sich jetzt nicht schont, ist das, kommt dann das Baby? Oder? Ja, wenn man sich nicht schont, zum Beispiel jetzt herumhupft, rennt, anstrengende Dinge tut, schwer hebt, könnte es sein, dass dieser Muttermund stärker belastet wird und dann ist die Tendenz, dass das Kind früher kommt, schon da. Ja, man muss jetzt auf jeden Fall das machen, was der Herr Doktor gesagt hat. Auf jeden Fall schon auf. Das muss jetzt schauen, dass sie ja nicht zu viel macht und nichts. Und ja. In 3 Wochen werden wir das nochmal uns anschauen. Und wenn natürlich Schmerzen sind, das heißt regelmäßige Kontraktionen, also alle 3-4 Minuten Schmerzen, dann jederzeit herkommen, dann müssen wir sie jetzt kontrollieren.